Ey, ohne Witz, ich hab von diesem letzten Song Eis Matcha Latte, bä, 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 bisschen links, bisschen rechts. Ich hab davon PTSD mittlerweile, ohne Witz. Jedes Mal, wenn dieser Drecksong irgendwo kommt, sei es im Radio, sei es in irgendeiner Playlist, sei es bei mir im Auto, weil meine wunderbare, wunderschöne Freundin den angemacht hat. Nein, ich muss sie da wirklich in Schutz nehmen. Sie ist da wirklich eine der ganz, ganz wenigen Frauen, glaube ich, die das auch so genauso wenig feiert wie ich. Gott sei Dank, ne? Dafür hören wir Reezy nonstop. Aber lieber Reezy nonstop als Bauchbeine Po Eis Matcha Latte spät beim Pilates. Was weiß ich, keine Ahnung. Bro, hier mit Sam Payne, Rich Girl, It Girl. Knapp 3 Minuten. Liken, Supporters, come out. Produziert wurde das von Shireen geschrieben. Sam Payne, Lars, Bozza. Und Bowser. Bowser und Bowser. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf irgendwie, weil Sam Payne eigentlich immer stabile Mucke gemacht hat. In meinem Raum, S2 und so weiter. Alles geile Songs. Rich Girl, It Girl. Wenn ich den Titel schon wieder lese, das kann nicht gut werden. Das kann wirklich wieder. Das kann eigentlich nur. Das kann nach hinten, nur nach hinten losgehen. Aber Sam Payne ist drauf. Vielleicht rettet er noch so ein bisschen was. Aber es kann eigentlich nur nach hinten losgehen. Ey, wisst ihr eigentlich ein kleiner Fun-Fact über Sam Payne, ne? Er macht wirklich gute Mucke. Das war jetzt kein Fun-Fact, aber der Fun-Fact ist, dass er, glaube ich, bei The Voice mal war oder irgendwie The Voice Kids oder sowas und da eigentlich relativ weit gekommen ist, dann eine ganze Zeit lang nichts gemacht hat und jetzt auch irgendwie die letzten Jahre, gerade das letzte Jahr über 2023 und so, natürlich auch 2024, auch mit Features mit Crow und so weiter, ganz, ganz große Hits gelandet schon. Wollte ich mal ganz kurz erwähnen, dass der Junge schon relativ früh auf jeden Fall den musikalischen Weg eingeschlagen hat. Ich sag's jetzt einmal, Beat gefällt mir null direkt. Wirklich, also es könnte nicht schlechter starten, leider, wirklich. Es könnte wirklich nicht schlechter starten, so. Also rein von der Sound Selection her, diese Plug Bass zusammen mit diesem Snap Sound, auch mit die Rhythmik. Es schlechter könnte es nicht starten, sage ich ehrlich, wie es ist. Aber ich sag euch ehrlich, ganz kurz bevor Sam Payne hier einsteigt, an Sam Payne seiner Stelle würde ich es auch noch mitnehmen. Also Real Talk, ich glaube, jeder wird es mitnehmen. Wenn Shireen irgendwie ein Feature mit ihr will oder sowas, ist sie auf ihn zugekommen oder ist er auf sie zugekommen? Ich weiß es nicht ganz genau, ne? Man möchte sich da nicht festlegen, wenn man es nicht hundertprozentig weiß. Man möchte auch keine falschen Aussagen hier irgendwie in die Welt setzen. Auf jeden Fall schnieke, schnieke Brille, holy moly, Digga. Aber ich schwör's dir, wenn mich Shireen fragt nach einem Feature oder sowas, Digga, ich würde safe direkt drauf hoppen. Ist ihm egal, wie der Song am Ende wird, so ohne Witz. The Voice Kids, der hat da Poesiealbum von Sammy performt, geisteskrank, Bro. Dafür brauchst du schon Eier. Das ist ein Rich Girl, It Girl, Drama mit Stil. Komm zum Termin mit einer Attitude und einem Caramel Cream. Sehr gute Melodie und ich habe immer so einen kleinen, ich habe so einen Tick mittlerweile, leider. Jedes Mal, wenn es irgendwie eine gute Melodie heutzutage gibt, habe ich schon immer das Gefühl, dass man die irgendwie schon mal gehört hat, so, oder irgendwo gecovert wurde. Ich meine, du hast Lars, Bozza und Bowser mit als Schreiber auf dem Ding. Die verstehen ihr Handwerk, die verstehen Musik, die Melodie, eigentlich ganz geil. Drama mit Stil, kommst zum Termin mit einer Attitude und einem Caramel Cream. Ich mag auch dieses... Da, 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 da. Ich weiß nicht, was er sagt, Caramel Cream oder was weiß ich, Bro, keine Ahnung, was es ist. Das ist so das nächste Ding, hier werden so neue Wörter benutzt, die ich nicht check, keine Ahnung. Und dann wird aus Jimmy, wird es Skinny gemacht und dann spät beim Pilates und Cappuccino hier und Rangy und mit Carmen, Angie und was weiß ich, Bro. Wisst ihr, ich meine, da bin ich dann komplett raus. Mit einem klitzekleinen Plan und einer Menge Fantasie. Wir haben die Hook. Die geht ganz gut. Also, guck mal, allein durch die Hook geht das Ganze. Allein durch diese Feature-Konstellation wird das Ding abgehen. Allein, wo Shirin David irgendwie drauf ist, wird das Ding abgehen. Bro, sie ist mit Songs wie Bauch, Beine, Po oder Ich darf das gut viral gegangen. Aber sie macht es natürlich auch gut. Bro, jedes zweite Fangirl, was älter als 10 ist, hat Ich darf das in irgendeinem TikTok benutzt und ihr, keine Ahnung, Selbstwertgefühl und ihr Selbstbewusstsein ist durch die Decke geschossen. Was ja okay ist. Ist ja schön, dass der Song dir sowas gibt. Aber überschätzt euch da nicht teilweise. Ihr könnt nicht alles. Ihr dürft auch nicht alles. Auch wenn sie sagt, ich darf das, ihr dürft nicht alles. Beruhigt euch ein bisschen so, ne? Bei Bauch, Beine, Po auch. Wenn man mit solchen Songs erfolgreich wird, muss man irgendwas können. Und einer Menge Fantasie. Sol de Janeiro, Brazilian, Bum Bum. Schlau, aber blond, heute gehen wir dumm dumm. Wache auf. Ich schwöre, ich kann das irgendwann nicht mehr. Ich kann das irgendwann nicht mehr. Seit wann reimt man so dieses Bum-Bum auf Dum-Dum? Seit wann? Warum macht man sowas? Seit wann? Seit wann? So, keine Ahnung, hat man das irgendwie mit Bauchbeine Po jetzt etabliert und seitdem macht man das die ganze Zeit oder sowas? Warum macht man sowas direkt? Schlau, aber blond, heute gehen wir Dum-Dum. Wache auf, brrr, Satzfeier, brrr. Sogar meine kleine Kitty-Kitty macht brrr. Brrr. Bro, dieses...
ist sogar, was weiß ich, Bro, chronische Erkrankung, ich weiß nicht, keine Ahnung, da kam der Schwab gerade raus, ne, schöne Grüße an meine ganze Schwabe aus Stuttgart, gell, ich schwöre, ihr müsst mein ganzes Video einfach schwäbeln, das wäre super Sache für mich, gell, wäre auch viel angenehmer zu reden die ganze Zeit, wie auch immer, brr, Rich Girl, kleine Twerk im Spiegel, ich bin Fit Girl, Skincare, Kollagen, Selleriesaft, SPF, ich bin ready gemacht. Bro, Skincare on point, Selleriesaft oder sowas. Bro, ich habe in meinem Leben noch keinen Selleriesaft getrunken, ohne Witz. Ich habe auch nicht die beste Haut und kann da eigentlich nicht mitreden. Aber, Digga, wer kam auf diese... Weil, ich glaub's langsam nicht mal, dass Lars da mitschreibt, ohne Witz, ne? Also jeder, der irgendwie das letzte Album von Lars gehört hat, weiß auf jeden Fall, was da lyrisch abgeht. Obwohl es nicht so das allergeilste Album von ihm war, meiner Meinung nach, ne? Trotzdem, Lars, einer meiner absoluten Lieblingsrapper, so, ne? Wenn er seine Mucke macht, langsam glaube ich auch nicht mehr, dass Lars da mitschreibt, Digga. Er wird doch niemals Skincare on point, Selleriesaft Saft oder sowas schreiben, Digga, ohne Witz. Jung, brutal, gut aussehen. Ich bin eine 12 von 10. Wum, wum, BMW, roter Blitz, oje, mine. Natürlich ist sie eine 12 von 10. Roter Blitz, oje, mine. Brumm, brumm, BMW. Ach, Digi, also, Bro, es ist halt, weiß ich nicht. Also, der Standard generell war schon relativ. Sie kann das halt im Nachhinein und im Voraus schon sehr, sehr gut vermarkten. So, das kann die Frau unglaublich gut. Das kann man auch ihr nicht abschreiben. Das möchte ich auch ihr überhaupt nicht abschreiben, weil irgendwas muss sie ja können. Gerade mit so einer Lyrik musst du ja alles drumherum wirklich gut machen, damit der Song wirklich erfolgreich wird. Also, die plumpesten Vergleiche, die plumpesten Reihen, die man irgendwie kriegen kann, damit es auch wirklich jede Neunjährige irgendwie checkt und versteht. Und nächsten Tag, ne, morgen am Freitag wird's, Digga, meine ganze For You-Page wird mit diesem Drecksound voll sein, hundertprozentig, ne? Dumm, dumm und brumm, brumm und brumm, brumm und roter Blitzer, oje, mine oder sowas. Damit es auch jeder mitrappen kann, ne? Dazu braucht man keine Gehirnzellen mehr. Make-up setzt und der Walk ist potzig. Ich hab nur einen Job im Office. Mein Job ist zu sagen, was dein Job ist. Wache auf. Bro, es ist auch ein bisschen bockig, auch ein bisschen fotzig. Mein Job ist, dir zu sagen, was dein Job ist oder sowas. Bro, sie ist halt... Also selbst alle, die in der Beschreibung mit drin sind, haben es nicht gerettet. Die wollen das ja auch nicht retten so. Ich kann mir nicht vorstellen, Bro, Lars, ein Lars Unlimited, der damals bei Rapper Mittwoch auf dieser verdreckten Bühne stand und ein Battle rausgehauen hat, dass geisteskranker nicht sein kann, kommt jetzt 2024 um die Ecke und macht Oje Mine und Didi und was weiß ich, Bro, das kann ich mir nicht vorstellen, wirklich nicht. Bozza auch, der zum Beispiel Elbe geschrieben hat, Bozza ist viel in diesem Pop-Ding unterwegs, aber selbst was du Liebe nennst, ist immer besser als das hier, wisst ihr, was ich meine? Sie ist ein Rich Girl, It Girl, Drama mit Stil. Ich schwöre, die Hook ist am besten von allem und nicht mal, weil Sam Payne das macht, ohne Witz, gut, schon, weil es erst macht so und weil mir generell die Stimme besser gefällt, weil, Chat, ihr sagt es auch, sie rappt so, sie hat so eine Cringe, sie hat so neuerdings auch so eine Cringeness an sich, sie hat immer so eine gewisse Cringeness an sich, aber die Betonung, ne, das nach oben so, ne, das ist auch dieses gepaart, die Betonung gepaart mit diesem dumm, dumm und brr, brr und brr, brr und roter Blitzer und Jemine und BMW und was weiß ich. Boah, Digga, das kommt so cringe rüber dann. Sie ist ein Rich Girl, It Girl, verhandelt den Deal mit einem klitzekleinen Plan und einer Menge Fantasie. Bro, ich sag dir ehrlich, Hook ist gut. Hook ist gut, muss man... Also Hook ist besser als jede Shireen-Hook, die ich in meinem Leben bis jetzt gehört habe, so ohne Witz. Also Sam, ich sag dir ehrlich, Sam Payne hat da auf jeden Fall eine musikalische Ader, die auf jeden Fall super krass ausgeprägt ist, Bro. Und nicht umsonst hat der Crow-Feature und ist schon der Safe mit Passungsgold, oder? 100 Millionen %, Bro. Ja, und ich hoffe, man kann jetzt so ganz stark hoffen, man kann jetzt auf eine Sache nur ganz stark hoffen, dass Sam Payne auch die zweite Strophe macht. Noch eine Shireen-Strophe packe ich nicht. If you ain't got no money, take your broke ass home. Oh ja, Bro, ich gehe nach Hause. Ich habe kein Geld, ich gehe nach Hause, wirklich. Wenn ich dann diese Musik nicht mehr hören muss, ist super, wirklich. Ich take mein broke ass home und ich bleibe mit meinem broke ass auch auf meinen 4 Buchstaben da sitzen. Sag ich ehrlich, wie es ist, mache ich lieber, als jetzt nochmal das Ding zu hören. Ich heute Abend, Todesstone. 1, 2, 3. Auch dieses Ohr. Ah, Bro, dieses Ohr. Ich weiß, ich glaube, jedes Fangirl flippt da aus, wenn sie das macht. Es geht nicht, Cringer, wirklich nicht. Es ist doch einfach nur ein soziales Experiment wahrscheinlich wieder. Es ist wahrscheinlich mal wieder nur ein soziales Experiment, wie viel ein menschlicher Körper aushalten kann. Girl, denn mit den Girls bei Mancini, Tee, Gossip und Skandale. Über alle. Ja, Bro, also von Skandale und Doppelmoral und sowas. Soll sie den Ball lieber
bisschen flacher halten, so. Also gerade, sie hat dahingehend schon viel Angriffsfläche, jetzt so eine Zeile zu droppen, mein Gott, vielleicht hat sie die, wahrscheinlich hat sie die nicht mal selber geschrieben, so, aber diese ganze McDonalds-Geschichte dann, ihren Mercedes zu verkaufen, weil sie dann umweltfreundlich unterwegs ist, sich aber 2 Monate später eine G-Klasse rauslässt, so, ich verstehe es nicht ganz, ich verstehe es nicht. Wir peilen den Film einfach nicht. Genau, Chat. Vielleicht ist es so krass schon New School, so krass 2030, dass der Song erst 2040 gecheckt werden kann, ne? Vielleicht ist da mehr dahinter. Brutal, gut aussehen, ich bin eine 12 von 10. Wortsfrech, unverstehen, knackig wie ein Butterkeks. Ja, wir verstehen es einfach nicht. Wir verstehen es einfach nicht. Der Film ist zu hoch, ne? Man muss zwischen den Zeilen lesen. Zwischen Dumm Dumm und Brr Brr und Roter Blitzer und Jemine und BMW. Dazwischen, versteht ihr, was ich meine? Dazwischen muss man, und zwischen, dazwischen muss man durchgucken. Shoppen, wenn ich traurig bin, ist wichtig. Shoppen, wenn ich glücklich bin, ist richtig. Fest dann auf Litauisch, der Tee ist British. Fake Bank Account, bitch, Bob's delicious. Bro, ich hab kein Wort verstanden. Also, ups. Mach Dings an. Mach Untertitel an. Vielleicht verstehe ich da mehr. Der arme Sam Payne denkt sich auch so, verdammt nochmal. Also, das Feature habe ich mir anders vorgestellt. Ich habe jetzt von den letzten Zeilen nichts verstanden. Glücklich bin, ist richtig. Fest dann auf Litauisch, der Tee ist British. Was, Bruder, was? Fake Bank Account, bitch, Bob's delicious. Wache auf, fühle mich wie Shindy. Okay, fühle mich wie Shindy. Ich glaube, jetzt gerade will sich keiner irgendwie wie Shindy fühlen oder wie Shindy sein oder sich in Shindys Lage versetzen. Ich denke, wer 40 Tage von Shindy gehört hat, weiß auf jeden Fall, worum es geht. Das Thema möchte ich auch hier gar nicht aufmachen. Man weiß auf jeden Fall, dass sie und Shindy auf jeden Fall eine gute Freundschaft, bitte mach aus. Eine gute Freundschaft pflegen auf jeden Fall, weil ich glaube auch, neben Shirin David ist Shindy der größte Botox-Abnehmer in Deutschland. Also könnt mir sagen, was ihr wollt, Digga, Hook ist richtig gut und ist das Beste, was ich da überhaupt irgendwie gehört habe in den letzten 2 Minuten. Darf es noch etwas sein? Oh, jetzt ist so ein cringes Outro. Warum? Warum macht man dieses cringe Outro? Ah, ich weiß warum. Ich weiß, warum man dieses cringe Intro und Outro gemacht hat. Weil man natürlich will, dass die ganzen Fangirls, die ab 8 schon Shirin David hören, auf Spotify gehen und den Song da hören. Weil man ja nicht das Intro und das Outro hören möchte auf YouTube. Man will ja diese ganzen Zuhörerschaft auf Spotify ziehen, weil es da nicht drin ist. Da ist das Intro und Outro nicht drin. Könnte ich 100 Millionen % wetten. Und Lars kriegt auch Platte. Ja, jeder kriegt da, also es ist immer so, dass jeder von denen, die mitgewirkt haben, eine Platte kriegen. Nicht jeder Junge, wer hat da alles wieder die Lichter gehalten und Kameras gehalten und was weiß ich und Make-up und was weiß ich gemacht, Digga. Nicht jeder von denen kriegt eine Platte, aber Produzenten kriegen meistens eine, Schreiber und ja, vielleicht noch Director und sowas vom Video, vielleicht noch, aber mehr auch nicht, Digga. Das war wieder ein soziales Experiment von der ne, netten Miss David. Wie viel kann ein menschlicher Körper aushalten? Wir haben es mal wieder bestanden, glaube ich.